So, heute ist der 18.8. und ich war gestern bei meiner Hausärztin und habe erfahren, dass ich an der Hand operiert werden muss. Zusammengefasst, ich habe ungefähr während der Daily 50 Liegestütze irgendwann gemerkt, dass es weh tut, sobald ich meine Hand irgendwo aufstütze oder so, oder wenn ich was Schweres greife, und zwar hier. Dann habe ich da gefühlt, und hier ist ein riesiger Knubbel. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn ich den Trigger bewege. Sieht ihr da diesen Knubbel? Der gehört da nicht hin, der ist hier nicht. Hier spürt man noch nichts und hier spürt man einen riesigen Knubbel. Und das ist quasi, das heißt Überbein, da hat sich irgendwie so eine Art Extraknochen gebildet, der da nicht hingehört. Und der muss halt weg, das ist an sich nicht schlimm und theoretisch alt das auch nicht. Also ich werde daran jetzt nicht sterben oder so. Aber es schränkt mich halt ein, wenn ich auf der Arbeit irgendwie Kameras halten muss oder so. Darum muss es möglichst bald weg. Ja, ich habe gedacht, ich nehme mal dieses Status-Update quasi auf. Die Ärztin hat auch gesagt, das ist wohl wichtig, dass er irgendein extra Handchirurg oder sowas macht, weil wenn man die Hand verkackt, ist die Hand am Arsch und das ist nicht so gut. Zumal es meine rechte Hand ist, wenn ich bin Rechtshänder. So viel dazu. Man sieht sich, wenn es Neues gibt. Guten Morgen, Freunde. Ich bin eben aufgestanden um 10 nach 6 oder 20 nach 6. Ja, ich fahre jetzt gleich los zum Krankenhaus, also irgendeine Klinik. Ich weiß nicht, was ein Krankenhaus ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin Vorgespräch für dieses wunderschöne Ding in meiner Hand. Das da. Ja, da habe ich jetzt Vorgespräch und wir müssen dann ganz weit fahren, bis wir da sind, weil das ist ein bisschen weiter weg. Aber ja, ich würde sagen, ich fahre los. Auf geht's. Sechseinhalb Stunden später. So, wieder zu Hause. Boah, das war jetzt ein bisschen stressig. Wir sind erst mal eine Viertelstunde zu spät gekommen, weil der Verkehr komisch war und wir die Stadt nicht kennen und sowas alles. Und dann saßen wir da erst, mussten auf die Anmeldung warten. Und dann war dieser Typ in der Anmeldung nicht sonderlich freundlich, aber naja. Und dann bin ich da irgendwann reingekommen zu so einem Arzt, der das untersucht hat. Und ich habe anscheinend ein irgendwas Wandganglion. Das ist doch kein extra Knochen, wie ich dachte, sondern irgendwie so eine Ablagerung quasi von den Sehnen, um die Sehnen an der Hand, die dafür zuständig sind, dass man die Finger knicken kann. Da ist nochmal so eine Art extra Haut drum und da sind aber manchmal so Bänder, um die quasi festzuhalten. Und da hat sich irgendwas abgelagert und dann so aufgeblasen quasi. Und das ist das, also kein Knochen, sondern es ist theoretisch was Wabbeliges, aber es fühlt sich nicht wirklich wabbelig an, also schon ziemlich hart. Und genau, dann hat er da ein bisschen drauf rumgedrückt und hat gesagt, wie denn diese OP ablaufen würde. Und dann hat er halt gesagt, ja, da würde örtlich der ganze Arm betäubt werden und dann machen die hier so einen Schnitt in die Hand und sowas alles, bla bla. Und plötzlich, als er das erzählt hat, weil ich mir das vorgestellt habe, wurde mir schlecht und schwindelig und schwarz vor Augen. Dann habe ich gesagt, so ja, mir wird gerade ein bisschen schlecht. Und dann habe ich mich hingestellt, um mich da hinzulegen, weil er es gesagt hat. Und dann habe ich aber in dem Moment nichts mehr gesehen. Mir wurde einfach schwarz vor Augen. Und dann bin ich da so irgendwie rübergewandert zu so einer Liege und habe mich dann da kurz hingelegt und die Füße hochgemacht und so. Und da ging es nach 2-3 Minuten auch wieder. Aber ich hatte auch die Maske auf und ich habe übel geschwitzt und alles. Es war, unangenehm. Unangenehm! Ja, das ist mir wahrlich unangenehm. Aber genau, das heißt, wir wurden da schon schwindelig. Ich bin mal gespannt, wie das bei der OP wird. Der hat gesagt, der ganze Arm wird dann betäubt sein. Ich werde da ganz normal, also ich werde mitkriegen, dass da irgendwas gemacht wird, aber es wird nicht unangenehm sein und ich werde nicht keine Schmerzen haben. Ich werde halt den Arm nicht spüren, aber ich werde währenddessen mit den anderen Leuten, die da sind, reden können und keine Ahnung was. Die OP ist in 3 Wochen von meinem jetzigen Zeitpunkt aus. Das wird lustig. Danach wurde ich dann noch weitergeschickt zu dem Narkosearzt oder so, also der dann dafür zuständig ist. Der war dann auch richtig nett. Der hat mir dann so ein bisschen erklärt, wie jetzt alles abläuft nochmal. Das war ganz gut. Es gab ganz viel Rumsitzerei und Warten. Und jetzt heißt es 3 Wochen warten. Genau, und ansonsten gab es noch ein bisschen Versicherungsprobleme. Das wird jetzt nachher auch behoben. Genau. Und in 3 Wochen sehen wir uns wieder. Später. So, ich bin jetzt gerade nochmal nach Hause gekommen, weil ich war jetzt gerade noch bei einem anderen Arzt, der mir nochmal was bestätigen sollte. Der hat sich das jetzt nochmal angeguckt, der sagt, nö, das ist aber gar kein Ganglion, weil ein Ganglion wäre ja weich und das ist hart. Das habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt, warum das so ist, weil halt alle gesagt haben, das ist ein Ganglion. Das ist so ein Gewebe, was sich da festsetzt oder halt so ein Glibber. Und ich habe mir halt gedacht, ist ja nicht glibberig. Naja, ebenfalls habe ich ihm dann gesagt, ja, der hat aber gesagt, das wäre das, der in der Handchirurgie. Und der so, ja, okay, wenn der das sagt, dann ist das so. Weil das ist wohl, und das muss ich sagen, macht mich ziemlich zuversichtlich, das ist wohl irgendwie die beste Handchirurgie in Deutschland oder Europa oder so. Die einen sagen Europa, die anderen sagen Deutschland. Scheint wohl ziemlich nice zu sein, das bringt Zuversicht, sagen wir es so. Aber ja, es kann auch passieren, dass der jetzt einfach sagt, ja, ist auch gar nicht ein Ganglion und dass es aber erst während der OP auffällt. Der wollte eigentlich ein CT machen noch, bei dieser Handchirurgie, beziehungsweise wollte, dass das noch jemand anders macht und dann wäre das jetzt wohl so aufwendig geworden, darum jetzt doch nicht. Und jetzt der, wo ich gerade war, wollte ein Röntgenbild machen und dann habe ich aber gesagt, dass der in der Handchirurgie gesagt hat, ja, man würde das auf dem Röntgenbild gar nicht sehen und dann er so, ja, dann nicht.
Ja, ich wollte ihm das eigentlich nicht ausreden, ich wollte ihm nur gesagt haben, aber okay, jetzt gibt's kein Röntgenbild oder so, sondern er wird einfach operiert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin gespannt, wie das wird. Ja, Freunde, so sieht's aktuell aus, das ist der aktuelle Stand und da hat sich jetzt bisher auch noch nichts dran geändert seit den letzten Aufnahmen. Dieses Video diente jetzt erstmal nur zur Information und quasi als kleine Ankündigung, dass das quasi passiert. Ich wollte nicht random ein Video hochladen von wegen, zack, da ist die OP. Sondern jetzt erstmal, jo, ich werde operiert und next. Und dann in ein paar Wochen kommt eben das Video zu der eigentlichen OP. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Je nachdem, wie die Leute da drauf sind und ob ich mich das traue, kann ich die auch fragen, ob die da nicht sogar ein bisschen was mitfilmen, während ich da liege. Weil der eine Arzt in diesem Krankenhaus hat ja gesagt, dass ich da theoretisch mit Leuten, die dann da sind, auch reden kann. Und je nachdem, wie entspannt die Stimmung da ist, können die ja vielleicht sogar ein paar Aufnahmen machen. Das wäre schon krass, logischerweise nicht von der Hand selber. Das will ich, glaube ich, selbst nicht sehen. Aber von der OP-Situation muss ich gucken, wie angespannt die Ärzte sind, wie routinemäßig das ist und so. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Aber ja, dieses Video nur als kleine Vorwarnung. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten kommt ihr hier zu meinem letzten Video. Hier könnt ihr mich ansonsten sehr gerne abonnieren. Und jetzt wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag, Freunde. Haut rein, wir sehen uns und ciao. Abonniert mich! Hello there. Bye, have a great time.